Hey Leute, ich begrüße euch hier auf Web aus Meerwasser zu einem Spezialteil. Wie soll ich es nennen? Es ist was Besonderes. Ihr seht da eine riesengroße Scheibe. Wir befinden uns bei einem Privatkunden im Norden. Und bei mir ist der Andi von Ocean Motion, der Andy, und der Alex von Abyss. Und wir haben hier, die beiden haben hier eine Kleinigkeit installiert. Es geht sich um Strömungspumpe und natürlich um eine Variante der Ocean Motion. Und ja, zwischendurch während dem Gespräch blende ich euch mal ein paar Bilder ein, was da jetzt schon installiert ist und was wir hier im Prinzip mit diesem kleinen Aquarium vorhaben. Ja, Andi, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, es war im Frühjahr, da kam der Kunde auf mich zu, hat gesagt, du baust ja die kleinen Ocean Motion, kannst du das vielleicht auch in groß? Ich habe dann ein größeres Projekt vor, ich habe gesagt, ja, trage ich mir zu. Und dann kam das so zustande und ja, er hat gesagt, er setzt eben Pump von Abyss ein. Dann bin ich eben mit Alex in Kontakt getreten, ein bisschen Daten auszutauschen und so weiter. Was habt ihr da jetzt für eine Pumpe verbaut? Also jetzt im Moment ist die AFC 400, also das mittlere Modell aus unserer Strömungspumpenreihe. Wir reden da so um die 200 Kubikmeter pro Stunde, 400 Watt. Ist eine Hausnummer? Ist auf jeden Fall eine Hausnummer, ja. Aber bei so einem Becken braucht man das auch mindestens. Als der Andy mich kontaktiert hat, ich meine, wir montieren da ja auch, also wir bauen da diverse Montagen dafür, wir haben das schon in verschiedenen öffentlichen Aquarien installiert. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt, es sind immer wieder Nachfragen. Aber diese Nachfrage mit dem Bewegen habe ich bis dahin auch immer verneint, weil ich gesagt habe, können wir nicht, will ich mich nicht mit beschäftigen, haben wir keine Expertise drin. Und das ist schon brachiale Gewalt, was da bei den Pumpen passiert. Ja, wir haben es eben gesehen, als du die langsam hochgefahren hast, haben wir gesagt, okay, ist sie jetzt überhaupt an? Und dann kam es dann so in den Bereich 60-70% und dann fing es dann hier vorne dann an, schon ganz kräftig zu verwirbeln. Vom Norbert haben wir dann auch einen entsprechenden Ständer umgehauen, das haben wir leider nicht auf Film. Aber es ist schon brachial, was da an Leistung rauskommt. Ja, also man hat gerade über diesen Hebelarm, es geht ja immer darum, die Montage im Seewasser eben so sicher zu machen, dass es nicht korrodiert. Es muss ja halten. Also bei uns zumindest geht es ja darum, dass Sachen sehr lange halten. Andy wünscht sich das auch von seinen Geräten. Insofern ist es halt immer ein Punkt, wie baut man das so, dass es im Seewasser dauerhaft laufen kann und hält. Und da ist diese ganze Lagerung. Wir reden über einen ziemlich langen Hebel, den man da hat. Also hier in diesem Fall haben wir einen Meter, der an der ganzen Drehmechanik dranhängt. Blende ich euch mal auch mal separat mit ein, wie die Konstruktion da hinten aussieht. Genau. Also es ist schon eine Herausforderung, das so zu bauen, dass es eben im dauerhaften Betrieb, also alles, was klappert, fällt irgendwann ab. Das sind ja so Regeln, die man da auch beachten muss. Also es ist schon besonders. Und da gibt es ja diese Stangen, die wir für unsere Pumpen anbieten, bis 2 Meter. Du hast ja also sehr lange Hebelarme. Das größere Modell von der Pumpe läuft ja grundsätzlich auch da dran. Da hat man natürlich Wahnsinnshebelkräfte. Das ist extrem, so. Das sieht man ja auch in der Lagerung, die du ja sehr massiv extra dafür ausgeführt hast. Wie dick sind die Platten? Also ich schätze mal so an die 2,5 Zentimeter mehr. Genau, die untere ist 30 mm stark, die obere 40 mm. Ja, es sitzen eben Lager aus dem Maschinenbau drin. Die Stange, die ihr verwendet habt, ist aus Titanium? Titanium, genau. Okay. Also da hat der Andy die Stange sozusagen von uns verwendet, die wir standardmäßig auch anbieten. Und da dann eben entsprechende Halterung aus Titan drangesetzt, dass es an den Ocean Motion dran passt. Krass. Ja. Ich blende auch separat nochmal die Bilder in Bewegung ein. Das ist also echt schon Wahnsinn, wie das dann auch durch das Becken durchgeht. Es ist, die Ocean Motion sind einfach, ich selber bin von den Dingern, von den kleinen, die wir halt im Hausgebrauch haben, jetzt nicht von der Variante hier, natürlich extrem begeistert und dass es natürlich jetzt das Ganze auch in groß gibt, was jetzt hier noch im Versuch erstmal ist. Ne? Genau, das läuft jetzt ein paar Wochen hier im Versuch in dem Becken. Genau. Und dann, wenn es gut funktioniert alles, dann wird es hier auch in Serie gehen. Ja, also wir glauben dafür, viele potenzielle Kunden zu haben für solche Anwendungen. Es gibt einen Haufen große Riff-Aquarien und Meerwasser-Aquarien generell, die davon sicherlich profitieren können. Ja. So, insofern, ja,
oftmals wird das durch manuelle Veränderungen gemacht, also wird dann wirklich... Dass dann mal ein Mitarbeiter hingeht. Genau, da geht ein Mitarbeiter hin und dann wird eben alle 4 Wochen wird alle an der Pumpe rumgestellt, dass man den Auslauf woanders hin macht. Ja. Und man, das ist einfach nicht... Okay, sowas ist natürlich dann Luxus pur. Also ich kenne es ja im Prinzip selber auch, seitdem ich im Prinzip die kleine Variante einsetze im Aquarium. Das ist eine ganz andere Strömung. Das ist, man kann ganz anders mit den Korallen agieren. Weniger tote Ecken. Das ganze Material wird aufgewirbelt. Das ist ja der Vorteil, den man dadurch dann erreichen kann. Genau. Und das also, normal machen wir es ja, wir bieten es ja auch an, dass man Pumpen, also mehrere Pumpen natürlich im Aquarium installiert. Dadurch kann man auch schon eine gute Variation in der Strömung erzielen. Wenn ich 2 Pumpen diagonal montiere und die laufen mit unterschiedlichen Leistungen, dann kann ich natürlich auch hier einen Kreisel, da einen Kreisel, man kann das schon quasi chaotisch programmieren. Ja. Aber so eine richtige Umkehr ist halt immer nur dann möglich, wenn die Pumpe wirklich auch in eine andere Richtung blasen kann. Das ist an der Stelle natürlich schon ein Vorteil, wenn es der Bauraum hergibt. Ja. Also das passt natürlich auch nicht in jedes Aquarium. In so einem hier, wenn die Beleuchtung richtig nachher gestaltet ist, dann sieht man ja die Pumpe hinten gar nicht mehr, weil man genug unbeleuchteten Raum hat. Das ist jetzt hier noch die Rohfassung. Wir sind also wie gesagt noch in der Aufbauphase von dem Becken hier. Die entsprechende Riffkeramik hier, das Epo-Riff, ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Also es wird noch momentan getestet, aufgebaut und geschaut, wie es am besten geht. Aber ich denke mal, wenn das hier fertig ist, wird das eine richtig geile Sache. Also gerade auch mit der bewegten Strömung, ja. Definitiv. Ja. Was du eben auch gesagt hast, mit den normalerweise fest installierten mehreren Pumpen, das ist ja auch das, was wir aus der kleinen Aquaristik im Vergleich kennen, dass man zig Pumpen da noch eine hinbaut und sagt, okay, wir programmieren die unterschiedlich. Ja. Und das kann man ja mit den Ocean Motion dann erstmal alles komplett einstreichen und dann auf 2 oder 3 nach Beckengröße dann runter reduzieren. Genau. So, und jetzt haben wir hier die entsprechend große Pumpe von euch, die natürlich einiges an Wasser umwälzt. 220.000 war das, genau. Ne? Schafft die. Davon kommen 2 Stück hier rein. Also genug Reserve. Genug Reserve, richtig. Also wir haben, wie gesagt, eben mal kurz auf 100% gehabt und das ist schon echt brachial, was die Pumpe leistet. Aber man darf immer nicht vergessen, also bei so einem Becken in der Größe, klar, der ganze freie Schwimmraum, der lässt sich sehr einfach beströmen. Aber jetzt haben wir einen statischen Riffaufbau, der noch nicht viel Strömung wegnimmt. Wenn da jetzt aber nachher große Korallen draufstehen, also alleine eine Gorgonie zum Beispiel, die erstmal 1,50 Meter hoch ist, was das an Strömungswiderstand bedeutet für das ganze Wasser, ist enorm. Und da muss man eben auch einfach Reserve haben und sagen, okay, ich kann abwechslungsreich, da hilft so ein Ocean Motion dann natürlich super, weil ich wirklich quer rüber kann, ich habe also auf dem Riff setze ich kein Sediment ab, weil man große Becken, wenn man sie nur drehen lässt, hat man zwar eine große Strömung, aber da, wo die Korallen stehen, nämlich in der Mitte, wo man guckt, ist ja am wenigsten Strömung. Das ist genau das Problem, was man meistens hat. Ja. Aus dem ganz kleinen jetzt aktuell, zum Beispiel bei Sebastian, der mit seinem kleinen 16-Liter-Würfel, da probieren wir das ja jetzt demnächst auch, mit einer Ocean Motion dann im Prinzip dann auch in diese Mitte reinzukommen, weil wir ja immer das Problem haben, Ringströmung ist gut, aber irgendwo ist dann auch der tote Punkt, wo dann halt, wo dann eigentlich die optische Mitte ist, wo schöne Korallen hin sollen, aber nicht die Strömung hinkommen, die wir dann eben brauchen. Und das ist im Prinzip vom Kleinen jetzt aufs Große übertragen. Genau. Ja. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ein toller Termin. Und ich glaube, wir haben alle schon mal einen guten Eindruck dafür gewonnen. Ich denke auch. Also ich habe ja zwischendurch die anderen Bilder noch mit eingeblendet. Also es ist schon eine Wahnsinnsanlage. Der Norbert hat ja auch im Vorfeld schon das entsprechende Video rausgebracht. Also es ist schon krass, was hier aufgebaut wird. Wenn man jetzt mal so sieht, was dann im Hintergrund tatsächlich an Aufwand betrieben wird, um, wie viel waren es jetzt? 30 Kubik? 36 Kubik hier Meerwasser dann aufgebaut wird, was da für eine Technik hintersetzen muss, damit das auch alles vernünftig läuft und im Prinzip aus dem kleinen Maß ins Große übertragen wird und dann auch so schön aussieht im Endeffekt. Genau. Gut. Wir sind gespannt und ich denke, wir werden definitiv noch was von dem Becken hier hören. Das denke ich auch. Ich bedanke mich, dass ihr heute beide hier wart und für eure Aufmerksamkeit bedanke ich mich auch in diesem Sinne. Ihr wisst, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Däumchen da. Euer Weiber, Andy und Alex. Danke dir. Macht's gut. Ciao. Ciao.